Shalom Aleichem, Boker Tov. Wir lernen in dem Sefer Musar Pele Yoetz, Yishar Koyach für die Hakdoshe. Heute der Shiur ist für Refua Shlema für Binyamin. Ich sage die vollen Namen leise. Refua Shlema beguf vebenefesh. Volle Genesung in Körper und in Seele. Heute haben wir ein Thema, sehr schön und sehr passend und sehr relevant, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ist der große Gerichtstag, wo der König in dem Gericht entsteht die Erde. Die ganze Welt geht bei ihm vorbei, so wie Schäferlach. Auf alle Länder wird entschieden, wer zum Schwert, wer zum Frieden, wer zum Leben, wer zum Reichtum und Chas v'Shalom. Und man liest an dem Tag die Tfilot, die Toralesung und man bläst Shofar. Und es wird bei der Mensch gerechnet und kalkuliert auf seine Mitzvot, die Gebote, die Verbote. Und der Mensch muss seine Augen öffnen und Licht bekommen und zu sehen, dass diese Welt geht vorbei. Und er muss Hashem lieben. Und Hashem wollte uns Tage zu geben, um zu stoppen und zu blicken und zu reflektieren, dass unsere Leben sind vorübergehend und soll man es gut nutzen. Deshalb jeder hat in die Tage besondere Furcht, Ehrfurcht. Manche mehr, manche weniger. Und genauso wie am Shabbat gibt es die Licht von Ahava. Es gibt physische Genuss und spirituelle Genuss. Aber bei den Feiertagen gibt es noch mehr Simcha. Und so wie es steht geschrieben, in die Licht vom König ist Leben. Und deshalb ein Mensch soll am Rosh Hashanah soll volle Vorbereitung sein und zu wissen, dass dieser Tag, es ist ihm entscheidend für das ganze Jahr. Insbesondere zu denken über Tshuva, Umkehr, Reue, Schofferblasen. Und diesen Tag soll man die Stimme nutzen, um zu beten. Deshalb, ich wollte euch, sagt der Pele Yoetz, hier zu erzählen, was hat geschrieben ein Kabbalist, der heißt Rabbi Sholom Sharabi Mizrahi, in seinem Buch Nehar Shalom. Das ist sehr interessant. Rabbi Sholom Sharabi war hier in Jerusalem. Ich weiß nicht, wie sein Buch ist gekommen nach Bosnien, nach Balkan. Aber auf jeden Fall, ich lese das, was der Pele Yoetz schreibt von einem Rabbiner von Jerusalem. Er schreibt, dass die Shofar ist gekommen, um zu erwecken unsere schlafenden Herz. Die, die vergessen die Wahrheit und nutzen ihr Leben auf Spotterei und auf Schmonzes. Und jeder soll weglassen seinen Weg und nutzen mehr die Zeit für Torah, für Mitzvot, für gute Taten. Und es ist möglich, auch Tshuva machen auf andere Geburt. Das heißt, kann man am Rosh Hashanah, diese Rosh Hashanah, machen Tikkun vor voriges Leben oder andere Gilgulim. Und deshalb muss man die Seele befreien von ihrem Gefängnis, insbesondere bei den Gebeten. Die Seele ist im Gefängnis. Und soll man nicht nur am Rosh Hashanah sagen, ja, Hashem gib mir Parnose, Hashem gib mir gesund, Hashem gib mir Naches, klar, wir wollen es. Aber das ist nicht die Hauptsache. Die wichtigste Sache ist, mit Hashem sich zu kontaktieren. Und ein Mensch soll überlegen, was hat er letztes Jahr gemacht, schwach, Rache, nachtragend, geizig, sparsam, wenig Mitzwes, gesprochen Loschen Hore über andere Leute, gelacht, ausgeredet, ignoriert und keine Ehre zu Lehrer, zu Eltern, zu Großeltern, zur Nachbarschaft, gelogen, nicht die Wahrheit gesagt, geschworen, versprochen und nicht gemacht. Gibt es eine große, große Liste von Vidui. Und jeder Mensch weiß, wo ist seine Schwäche, wo ist seine Stelle, das, was er hat gemacht. Und er kann das Reue bekommen und entscheiden, sich zu ändern. Eine kleine Änderung kann schon dem ganzen Schicksal bringen. Und insbesondere, Hashem soll beten, Hashem soll
uns Kraft geben, sagt er, zu beten auch für Gott, dass er ist in Exil und sein Bet HaMikdash ist noch nicht gebaut und es liegt sehr an uns. Deshalb, in die Tage von Rosh Hashanah, wenn ein Mensch weiß nicht, was zu tun, soll er lesen Tehillim, Psalmen. Es gibt Leute, die lesen einmal den Tehillim, zweimal den Tehillim, langsam, und soll er denken, was er sagt, Buchstabe bei Buchstabe, Wort bei Wort und nicht rennen. Und immer wenn es steht in Psalmen das Wort Oivim, Sonim, Zarim, Feinde, Engschafte, Bedrängende, soll er denken auf die Kläger im Himmel, die Mekatregim. Jeder Mensch hat im Himmel solche Leute, die über ihm pappeln und verklagen schlechte Sachen. Und soll er beten auch für seine Seele, weil die Seele ist in Engschaft. Und die Sachen sind sehr alt. Die alle Wörter hat geschrieben Rabbi Sholem Sharabi in sein Traktat Slichot. Und alles, was er redet beim Gebet, soll er sagen sehr oft das Wort Chaim. Chaim. Chaim Tovim, Chaim Arukim, Zochreinu Lechaim, Melechofetz Bachaim. Also das Wort Chaim spielt eine große Rolle. Weil das ist Chaye HaNefesh, das Leben von der Seele. Der Mensch soll spüren und lieben Hashem und auch leben mit dem Körper, klar. Aber leben mit dem Körper, um zu haben Chaim, Lechaye HaChaim, zu das richtiges Leben. Und soll er haben solche Chaim Tovim. Es reicht nicht nur Leben, Chaim, auch eine Schildkröte lebt, auch ein Hörchen, so mit dem Schwanz, so ein Hörchen, der lebt auch, aber das ist nicht Leben jetzt. Also Leben bedeutet Chaim Tovim mit dem Körper und die Seele. Und deshalb soll er auch sagen, Hashem, gib mir gesundes Körper, Chaim Shel Guf, damit soll ich haben auch Chaim Shel Neshama. Und deshalb sagt man, Zochreinu Lechaim, gedenk uns zum Leben, Melech Chofetz Bachaim, Hashem will so mein Leben. Lemalcho Elohim Chaim, Hashem ist ein lebendiger Gott, der lebt, das ist der ganze Mensch, Chaim. Wie man sagt, Lechaim, Lechaim velivroche, Lechaim toivim ulesholem, Shkoyach am Rosh Hashanah, ist sogar erlaubt zu sagen Lechaim, aber besser zu sagen am Rosh Hashanah Lechaim, auf Wein und nicht jetzt auf Wodka oder eine süße Likör, das geht auch am Rosh Hashanah. Weil am Rosh Hashanah macht man auch gewisse Simulationen. Soll beenden die Jahre mit ihrem Fluch. Und soll beginnen dem Jahr mit ihrem Segen. Und man macht da so Simulationen auch beim Essen. Süß und schmackhaft, Honig und die alle Sachen, Granatäpfel, Datteln. Die alle Sachen sind süß und soll man nicht essen am Rosh Hashanah. Scharf, sauer, Paparoni, so. Man macht alles so. Nicht schlecht, sondern nur gut. Man achtet auf beides. Schkoich.